Moin, wir machen einen Live-Test von N257mm Wave von Vodafone auf dem Vodafone Campus. Dazu habe ich mich auf dem Campus so positioniert, dass ich die Millimeter Wave Antenne direkt erkennen kann und es handelt sich hier um eine aktive Ericsson Antenne, die auf dem A-Gebäude von Vodafone montiert ist. Der Abstand zur Antenne beträgt ca. 130 Meter Luftlinie und getestet habe ich das Ganze mit dem Asus Snapdragon Smartphone for Insiders. Das ist das bisher einzige Smartphone, das es in Europa gibt und eben in der Lage ist, die verschiedenen Millimeter Wave Frequenzen zu aggregieren. Hier sehen wir jetzt in der Android-App Network Signal Guru die Millimeter Wave Zellen, die dieser Standort zu bieten hat. Das Telefon ist in der Lage, 8 Carrier mit jeweils 100 MHz Bandbreite zu aggregieren und benutzt hier auch wieder Beamforming, um die Reichweite zu erhöhen. Da wir hier wieder im Non-Standalone-Modus unterwegs sind, haben wir hier auch drei LTE-Bänder aktuell aggregiert, und zwar Band 1, Band 3 und Band 7, die eben auch als Ankerzelle zur Nutzung von Millimeter Wave dienen. Mit der Ookla Speedtest App erreichen wir Latenzen nach Frankfurt von ca. 10 Millisekunden und nach Düsseldorf von bis zu 6 Millisekunden. Die Downloadgeschwindigkeit liegt in etwa zwischen 2 bis 3 Gigabit und die Uploadgeschwindigkeit bei ca. 200 Megabit pro Sekunde. Rechts eingeblendet auch noch einmal das Ergebnis mit der besten Latenz. In der App Network Signal Guru kann man gut erkennen, wie viel Durchsatz die einzelnen 5G Millimeter Wave Träger bringen. Da der Graph bis zu 2 Gigabits limitiert ist, schlägt dieser durchgängig voll aus. Und wie man erkennen kann, werden die LTE-Träger gar nicht für die Übertragung verwendet. Im Uplink werden 2 Millimeter Wave Carrier und ein LTE-Träger aggregiert, sodass hier Datenraten von bis zu 250 Megabit pro Sekunde möglich sind. Die zwei NR-Träger nutzen im Uplink zusätzlich 2x2 MIMO und 64 QAM. Das war's mit dem Video und bis bald. Ciao!